Jo, servus Leute, gerade heimgekommen vom Spazierengehen. Heute ist Samstag, ja, heute und morgen noch frei. Dann ist der Urlaub schon wieder vorbei, aber heute ist ein neues Messerchen angekommen. Moment, heute. Danke schön. Erstmal Prost, Leute, sorry, das muss sein. Ja, das will ich mir einfach anschauen. Ein Low-Budget Knife. So. Ich finde diese Dinger ja, immer interessanter. Logisch, dass günstiges Messer auch seine Vorteile hat. Box macht schon was her, obwohl die Box logischerweise nicht das Essentielle ist. Ihr seht schon, in der Titelbeschreibung steht das natürlich auch drin. Ja, Messer made in China. Habe ich wirklich kein Messer in die Hosentasche eingesteckt, weil ich immer meine EDC-Tasche dabei habe. Moment, ein Messer muss jetzt her natürlich. Ja, gerade von meiner Frau überreicht bekommen, wurde vorhin das Bier damit aufgemacht. Ja, ihr seht, die Box tipptopp. Ist auch schön, wenn die Box etwas hermacht, natürlich. Aber wenn die Box gar nichts hermacht, ist natürlich auch egal. So. Dann wollen wir mal. Ich bin gespannt. Die Bewertungen sind durchaus positiv von diesem Messer. Also. Und die Chinesen, ja, die sind immer besser geworden, also die werden immer besser, was die Low-Budget-Messer betrifft. So mal raus, Box zur Seite. Ersten Blick schon mal cool, fühlt sich auf. Also der erste Eindruck ist jetzt positiv, sage ich mal, was das Handling betrifft und so. Jawohl, das liebe ich einfach immer. Das ist auf jeden Fall etwas, ja, was die Qualität auch ausmacht. Wenn die Klinge sauber zentriert ist, dann scheint das Messer gut verarbeitet zu sein, auf den ersten Blick auf jeden Fall. Ist im ersten Blick nichts zu meckern. Geil. Ja, so soll das sein. Wirklich, also. Wackelt natürlich nichts. Einen Ölfilm hat die Klinge auch drauf. Das macht das Ganze auch sympathisch. Denn das ist D2 Stahl. Liner steht super. Ganz am Anfang, aber sicher verriegelt sauber. Gewaltig. Das macht Spaß, schon ist zu bespielen. Ganz leicht knarzig irgendwie in den Waschern. Kugellager ist da sicher drin. Moment, ich hole ganz kurz eine Lampe. Ja, ich habe das Messer jetzt nochmal hinter der Kamera kurz gecheckt. Auch die Schrauben kontrolliert, ob alles angezogen ist. Alles tipptopp. Die Jackschraube habe ich ganz leicht anziehen können. Logischerweise nur fingerfest, aber diese zwei Torx hier. Die passen hier fürs Messer. Eben, ihr seht. 10er und 8er Torx, alles wunderbar. Und natürlich sind da Kugellager drin, denn sonst würde die Klinge bei so einem Messer wohl nicht so schön laufen. Weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann, aber ich glaube schon.
Natürlich sind da Kugellager verbaut. Aber alles wunderbar verarbeitet. Etwas über 30 Euro, glaube ich. So in die Richtung. Wahnsinn. Nochmal kurz hier rundherum im Blick. In dem Preis einfach wirklich gewaltig. Lenniatol. Nichts zu scharfkantig. Es sind eckig, aber nicht scharfkantig. Also das fühlt sich einfach gut an in der Hand. Schatzi, give me for check size in Schublade in Schrank. Das Messer messe ich jetzt nochmal kurz ab hier. Denn ich glaube, das Messer ist für ein paar schon von Interesse. Ihr seht, Klinge, Schneide, gute 9 cm. 10 cm Klingenlänge komplett und gesamt ist das Messer 22 cm lang. Also eine super Größe, wie ich finde. Größenvergleich noch mit dem Hunter oder was das ist, das Victorinox hier, auf jeden Fall die Größe von einem Outrider zum Beispiel, ja, wunderbare Größe, die Schärfe von der Klinge habe ich noch gar nicht gecheckt, ist bestimmt auch schön scharf, jawohl, natürlich auch schön scharfe Klinge, Schneidtest. Ja, das wollen wir natürlich auch machen. Hochgezogener Flachschliff. Ja, das war ein Grund, warum ich das Messer auch so anspricht. Einfach die Klingenform. Sehr taugliche Klingenform. Schneidet einfach mega gut. Und hochgezogener Flachschliff eben. Kurz Schneide hier anschauen. Auch ein sehr sauberer Schliff. Schön gleichmäßig. Ja, passt. Geht noch etwas mehr, aber schön scharf ist es. Absolut zufriedenstellend. Mal kurz hier, boah, sieht wie das Teil läuft, butterweich. Tja, Wahnsinn, also für den Preis eben, muss man wirklich nochmal wiederholen, ist das top, einfach nur top, also fast unschlagbar. Ich finde, da ist Kube noch etwas teurer. Ja, was will man mehr, wirklich. Ja, da können sich andere Hersteller, ja, eine Scheibe abschneiden, ist vielleicht übertrieben gesagt. Es spielt natürlich eine Rolle, wo das Teil gebaut wird. Absolut mittig zentrierte und gesehen natürlich die Schalen hier angenehm anzufassen. Top, okay, das soll es gewesen sein. Ja. Top Teil für den Preis. Einfach genial. Okay Leute, sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.